Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Ja, wir haben hier ja letztes Mal mit diesem scheiß Problem hier aufgehört. Ich sag's mal so, wie es ist. Der Zug kommt nicht weiter und der Zug will da rein. Wir haben ja unseren schönen roten Pfeil jetzt hier hingeschickt. Und der kommt nicht da durch und ich habe jetzt gerade den Fehler bemerkt. Schaut mal, wo ich unsere Ampel hingestellt habe. Dahin. Die hätte nämlich eigentlich, warte mal. Elektronische Zeichen. Hier gehört. So, jetzt müssen wir den hier sagen. Wenden. Und dann einfach mal, ich würde mal langsam vorwärts sagen. Wenden! Come on! Arschloch! Kann ich das dann schon selber? Ja, so geht doch. Du musst nur die Weiche freigeben, dann hast du wieder Wenden oder auf dein typisches. So. Stopp! Wenden! Details! Nein, Zug 10, warte mal. Kannst du doch im Grunde losfahren, oder? Jawohl. Aber ich mag Zug 10 zuweisen. Kann ich das? Ich will ihn zuweisen. Nein. Halt, abbrechen. Stopp, stopp. Der muss auf so Regios. Fuck. Wie kann ich einen Zug zuweisen? Linie zuweisen, geht doch hier. Regio 10. So. Weiter geht's. Und jetzt können wir. Das hier zum Beispiel entfernen. Und das hier vorne ist der komplette Schmarrn. Das kommt weg. Auf was wartet der her jetzt wieder? Ja, Leute! Das bringt einen noch um den Verstand. Dann kommt halt hier auch noch ein Ding hin, dann kannst du es losfahren. Gib Gas! Du alte Schnorrerzug, ey. Schaut aber putzig aus, finde ich. Nee, jetzt. ja, was können wir denn heute machen? Wir haben letztes Mal hier ja den roten Pfeil eingeführt. Der muss aber, der schaut aber auch echt geil aus. Muss man lassen. Was ist das denn? 50 km/h? Verarsch mich. Der fährt doch jetzt nicht gerade 50? Was? Der fährt 70? Also das ist normale Geschwindigkeit, 70 km/h. Sicher. Das schaut aus wie 10. Da geht jetzt in mein Tunnelsystem rein. Oh oh. Das könnte böse enden, das weiß ich jetzt schon. Wohnort wir. Der hat ziehen aus seinem Wohnort. Wir. Achso, die arbeiten hier. Oh, das ist lustig. Ich glaube so viel. Schon. Leute, Ölgötting. Chill. Ich ersetze dich gleich schon. Also da warten 80 Leute auf die Abholung. Wie viel Platz haben wir in dem scheiß Zug? 30. Shit. Aber er ist schnell genug. Naja, scheiß drauf. Er ist schnell, ansonsten tun wir nachher noch zwei rote Pfeile an den scheiß Ding anhängen. Ölgötting brauchen wir. Das ist hier oben, ne? Ölgötting, ja, hier. Und die Fahrzeuge von Ölgötting würden gerne ausgetauscht werden, wie es scheint. Ölgötting hat 3 Fahrzeuge insgesamt. 3-mal ein Opel Blitz bitte. Keine Kohle diesmal, sondern Öl. 3-mal bitte.
Dann tun wir die Linie Öl-Götting mal alle sellen. Und tun euch Linie zuweisen. Öl. Alter, scheiße, sind da schon viele Linien. Öl-Götting. Der Opel Blitz! Schneller als irgendein Auto anders! Schaut da sehr interessant aus. Das muss man lassen. Das schaut sehr geil aus. Detailliert auch noch. Lenken die Reifen? Ja, die Reifen lenken sogar. Wie geil ist das denn? Öl wartet hier auch genug. 15 Stück insgesamt. Naja. Wie geht's unserem geilen kleinen Transporter hier? Juhu! So, was könnte man denn als nächstes noch so machen? Göttingen bräuchte noch irgendeinen Anschluss, ne? Hier oben habe ich schon zweispurig und es läuft auch zweispurig, oder wie? Was heißt denn, oh yeah? Was, wie, wo? Was ist los? So. Wuhu! Guck mal da! BRE94! Uiuiui, was ist denn das? So weit war ich noch nie. Ich habe ja mal angetestet, da hatte ich den. Das Krokodil hatte ich halt damals schon. Das neue Krokodil hatte ich noch nie. Oh, was bist denn du? 90 km/h, okay, ja. Was ist der Unterschied zu dem Ding? Kann noch schneller, teurer, mehr Kraft. Alter. Und was ist der neue Zug da? Kann Güter oder Plastik transportieren. Wie gut läuft denn eigentlich das Geschäft denn da jetzt? Minus. Nee, da kaufen wir keine neuen. Nee. Das ist unser einziges Minusgeschäft bis jetzt. Wir haben letztes Mal gleich die Linie hier gemacht und die scheint ja einigermaßen auch gut zu laufen. Wie viele Passagiere hast du? 10. Es läuft halt, ne? Läuft. Ich will ja natürlich jetzt jeden erdenklichen Zug auch noch. Wir könnten ja im Grunde hier auch nochmal, warte mal, ein bisschen Straßen basteln. Und von hier aus nach. Oh, jetzt komm schon. Wir bauen hier eine Busumfahrung. Ach, scheiße, ich habe vergessen, Busspuren einzustellen. Scheiße, naja. So viel Verkehr ist ja noch nicht. Für Leute, da ist es gleich noch wurscht. Nein, wir wollen keine neuen Straßen, wir wollen einfach abreißen. Abreißfirma. Und zwar, wir werden einmal auf Pause stellen, weil das wird sonst gleich wieder zugebaut. Tut mir leid, dein Haus muss leider weg. Deins muss auch weg. Jetzt hoffen wir mal, dass ich nicht noch mehr wegreißen muss. Wir nehmen eine kleine Straße hier. Bin ich genau echt darüber. Könnte keine Straßen. Genau, gerade Straße. Genau. So. Passt. So. Und dann werden wir hier auch noch ein. Natürlich, jede Stadt hat ihr eigenes Depot. Die befinden sich aber immer außerhalb von den Städten. Und ich hoffe mal, dass die Stadt hier groß wird. Einfach nur, weil sie weiter außen ist. Deswegen kriegt sie ein eher neuer, moderneres, hohes, natürlich auch mit hohen Ansprüchen schon für Trambahn gebautes System. Wir bauen jetzt noch eine Haltestelle. Ja, Haltestelle. Wie rumfahren denn die scheiß Autos hier nochmal? Auto! Ist hier ein Auto unterwegs? Ich würde gerne sehen, welche Richtung du fährst. Scheiße, nein. Versuch mal, ich denke einfach mal, dass das Ganze mal Rechtsverkehr ist. Bedeutet, wir fahren hier so, fahren hier raus und dann ist die erste alte Stelle gleich mal hier. Dann geht es über die Brücke drüber und dann halten wir einmal hier. Nee, scheiße, die fahren andersrum. Oh Gott! Sorry Leute, ich habe gerade vielleicht echt vergessen, wieder mein Handy mal auf Stumm zu schalten. So. Das Auto ist jetzt aber gerade da. Hafel, du hast echt ein Hirn wie ein Spatz. Weißt du, wo Rechtsverkehr ist? Da fährt man rechts und nicht links. Ja, okay. Bushaltestellen, fuck my ass. Die bleibt da drüben, dann wird das nicht am Ende eingefügt.
Und dann brauchen wir jetzt nochmal Bushaltestellen. Zwar einmal eine hier. Dann fahren wir nach hier drüben. Biegen hier rein. Halten einmal hier, zwar mitten im Nowhere, aber scheiß drauf. Dann einmal hier in der Kurve drin. Hier einmal. Dort. Und irgendwo hier muss ich doch noch. Ja, passt hier. Und das verbinden wir jetzt mal mit einer Linie, lila Linie. Achso, weil ich mir gerade sichtbar. Ah, ich habe gerade auf null sichtbar gestellt, lol. Also, das sind momentan die ganzen Linien, die wir besitzen. Netgetreide zweimal noch nicht aktiv. Wie gut laufen denn die? Wie läuft das Brot? Nee, das ist wieder Gütertransport, ne? Das läuft alles positiv, außer er hat selbst die läuft. Die läuft. Hä? Selbst du läufst positiv? Hä? Lol. Okay. Jetzt werden wir aber eine neue Linie schnell mal machen. So. Neue Linie. Das wird die. Was ist denn das? Wolofzentrum. Du wirst rot. Du bist Wolof. Wie schreibt man in die scheiß Stadt? Flofo. Wenn so eine Stadt in echt gibt, wieso nennt ihr euch so? Wieso tut ihr das? Stadt Bus 1. Das ist zwar eine ewig lange Nase, aber scheiß drauf. So. Also als erstes halten wir wieder hier. Muss ich da nur in die Nähe drücken? Nein, ich muss drauf drücken, okay. Dann fahren wir hier lang. So. So. Yeah. Komm schon. Aus! So. Sie hat auch wieder ordentlich Bushaltestellen. 12, um genau zu sein. So. Raiffeisenstraße, Raiffeisenbank, Dorfstraße, Rosen, Beethovenstraße, Feldstraße, Bachstraße, Schulstraße, Kiefernweg. Leck mich am Arsch. Okay. Die wollen wir aber auch gleich zugewiesen haben, natürlich. Weil. Wir sind ja keine Unmenschen, ne? What? Achso, jetzt kann ich anklicken. Okay. Wir haben hier den säurischen Thüringer und den kriegen die auch gleich. Sie hat 55 km/h und kann 13 Passagiere machen. Und ihr kriegt gleich drei davon. Ihr seid die Teststadt. Ist gut, Gruppe. Ich weiß. So. Ja, das ist jetzt diese unrated Filmgruppe. Die schreiben jetzt auch schon die ganze Zeit. Also so typisch WhatsApp-Gruppen halt. So, let's go. Mario. Was die wohl schreiben? Würde mich sehr interessieren, aber naja. Wir nehmen ja gerade auf, ne? So, die Busse fahren ja. Boah, fuck, sind die schnell! Wow! Ja, die fahren auch 55. Die beschleunigen auch hier drin voll hoch! Ihr seid schon in einer Stadt unterwegs. Chillt mal, Leute. Also, ich glaube, die fahren jetzt noch leer. Oder fährt der erste leer? Oder kein Plan? Nee, so leer fahren die doch gleich gar nicht mehr. Da warten schon extrem viele Leute. What the fuck? Okay. Bahn 3M5 hat die Lebensdauer erreicht.
Dann werden bald auch die anderen Trams die Lebensdauer erreichen, vermute ich mal, ja, weil das ist ja auch die einzige Stadt, die wir. Bad Segeberg ist es. Nee, das ist. Hesse-Schlichtern hat an eine? Wir haben in Hesse-Schlichtern auch eine Tram eingebaut? What? Echt? Lol. Deswegen ist die Stadt auch so groß. So. Wir nehmen die Typ 1 natürlich jetzt. Die schaut viel geiler aus. Wie viele Trams haben wir denn hier in der.